Herzlich willkommen auf der Fahrt von Hamburg nach Berlin. Ich begrüße Sie, Ihre Busstewardess Aaron Troschke. Leute, ich war am Wochenende in Hamburg meinen Kumpel Wippi besuchen. Das ist der aus dem Energy-Trink-Wettbewerb-Battle, ja. Und jetzt will ich nach Berlin. Mann, Flug ist sauteuer, Deutsche Bahn ist noch teurer. Was fährt man? Mal wieder den guten alten Bus, weil ich bin heute Busstewardess. So Leute, ich bin hier für Gepäck zuständig. Morgen! Ist was Zerbrechliches drin? Ja, mein Laptop. Morgen! Was Zerbrechliches drin? Hier? Nee. Hier? Okay. Hopp! Kommen Sie noch rein, geht gleich los. Bitte anschneiden und nicht rauchen, ja? Sehr gut. So, ich begrüße Sie alle auf der Fahrt von Berlin nach Hamburg im Flixbus, ja? Das super Tolle ist, wir haben hier WLAN. Also das heißt, ihr könnt gleich alle online gehen und erstmal meinen Channel abonnieren, weil sonst fliegt er auf der Autobahn raus. Wir machen in 40 Minuten nochmal eine kleine Pause. Ja? Ich weiß ja genau, wie viele Leute drin sind, also muss die Abozahl auch steigen. Bevor Klaus gleich erzählt, was los ist, wir haben zwei Notausgänge. Ja? Einmal da vorne und einmal hier. Ganz wichtig ist, ich zuerst, wenn was passiert. Und falls jemand auf Toilette muss, die ist hier vorne, kann auch jeder gehen. Wir haben bloß eine 5-Liter-Box. Das heißt, wenn es groß ist, vielleicht mit der Hand nachdrücken, dass die anderen auch noch was reinmachen dürfen, ja? Macht euch Busfahren Spaß? Ja, total. Ist doch besser als Zug, oder? Ja, die Sitze sind bequemer. Wo geht's hin? Macklemore. Wohin? Macklemore-Konzert heute Abend. Von Mecklenburg? Wer ist in Mecklenburg? Macklemore. Das ist Macklemore. Das ist dein Ernst? Macklemore, der von, ihr kennt ihn nicht. Ich kenne ihn wirklich nicht. Also natürlich kenne ich den. Ja, aber nicht mit Namen. Und wegen den fahrt er extra nach Berlin? Ja. Was hat denn der Berlini-Trip gekostet? Die Karte 40 Euro und für den Bus 9 Euro. Ihr habt für Hamburg-Berlin nur 9 Euro bezahlt? Ihr wisst, ja. In Berlin kostet die Tageskarte allein jetzt schon um die 6 Euro, wenn er da rumfahrt. Und geht man vorm Kanzler jetzt saufen oder nicht? Nee, heute nicht. Guck mal, aber ich bin früher ganz oft nach Lorette gefahren und da wurde immer im Bus gesoffen. Guck mal, da habe ich jetzt für uns drei. Kennt ihr die? Trinkt ihr keinen Alkohol? Ich habe echt einen kaputten Magen. Ich darf es im Moment gar nicht. Und du? Ich bin minderjährig. Achso, nee, dann habe ich dir auch gar keinen angeboten. Warum sitzt ihr nicht nebeneinander als Freundinnen? Wir brauchen unseren Platz. Ja, ich setze mich mal zu dir. Die da, guck mal, wir sind auch drei. Ich habe drei Klopfer dabei. Trinkt ihr einen Klopfer mit mir? Klar. Ja. Na, guck mal, du kommst, machst mir einen kleinen vertrunkenen Eindruck. Gleich dieses, was? Klar, mein dritter heute. Wo geht's hin? Ja. Es ist ja hier der Tourbus. Okay, dann erstmal Prost. Drink up if you're drinking. Drink up if you're drinking. Willst du noch einen? Wenn du zu viele hast? Ich habe noch was ganz Schönes. Das ist der grüne Tod. Der Herr an der Kamera, bitte die Gesichter danach einfangen. Nicht lang schnacken. Die Gesichter werden der Hammer. Besonders danach auch bitte nicht mehr Auto fahren. Hab ich, bevor es losging, habe ich zwei Stück damit mit dem Busfahrer getrunken. Also der. Deswegen rammen wir manchmal. Er hat 55%, der brennt mir gerade alles weg. Guck mal. Sie? Guck mal, sie an mich. Ja, und wie? Schmeckt wie. Klopfer? Die Dame, ein Klopfer für Sie? Klopfer? Also ganz wichtig, man muss auch die Leute ein bisschen faszinieren. Wollt ihr einen Klopfer? Na, dann trinken wir mal einen. Ganz wichtig, man ist im Bus, will fit sein für nach der Busfahrt oder will einfach entspannen. Und Möglichkeit 1 ist, man hat einen coolen Sitz, der nach hinten geht. Gucken wir mal, ob es hier ist. Ja, Tischschlaf ist auch ganz wichtig. So kennt jeder aus der Schule. Dann gibt es ganz locker, ich bin total voll Schlaf. So, einfach nur so. Und dann gibt es noch den Fensterjacke Kuschel. Einfach. So, also ich kenne ihn neben mir zwar nicht, aber wir lernen uns jetzt mal kennen, so. So, man kann sich auch immer schön gut über mehrere Reihen legen.
deswegen sitzen die Coolen im Bus hinten, weil die sind so schlau, die wissen das. Oh, schon in Berlin? Oh. Hopp, ging noch schnell. Wir sind jetzt hier an der Messe mitten in Berlin angekommen. Das Artemis ist nicht weit, deswegen habt ihr heute alle noch einen schönen Abend. Ich danke für die Fahrt und bis bald. So Leute, das war meine Fahrt von Hamburg nach Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt den Bus für euch wieder entdeckt, besonders den Preis. Und jetzt habt ihr aber die Chance, mich noch bei Facebook zu finden. Gebt einfach mal Aaron Froschke ein, gebt mir auch einen Daumen hoch, kommentiert fleißig. In der Zeit, wo ihr kommentiert, klickt schon mal das nächste Video an und zwar Aaron auf der IFA. Grandios oder darunter. Wie krank manche Leute sind, nur weil das neue iPhone S5 rauskommt und was die sich dafür antun und ich fahre jetzt nach Hause.